wanna know, I'm full of self-doubt. And to be honest, it has never brought me down. I'm really glad I'm not walking around believing my inflated ape brain has figured it out. And suddenly you realize. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Vlog. Die letzte Woche war ich im Urlaub, ich war mit meiner Familie im Skiurlaub. Es war sehr, sehr, sehr schön mit meiner Familie. Es war nur jetzt nicht die pure Entspannung, weil es einfach 5 Kinder waren, davon 2 Babys. Dann war gefühlt jeder einmal krank. Mein Neffe hat sich ein Bein gebrochen beim Skifahren. Also es war auf jeden Fall eine turbulente Woche. Jetzt bin ich wieder zurück und jetzt geht's weiter. Diese Woche steht auch wieder total viel an. Mein Launch ist jetzt in 3 Wochen und für das Event muss noch so viel gemacht werden, für den Launch muss noch einiges geplant werden. Ich muss mir zum Beispiel so ein kleines Konzept überlegen und auch ein Launch-Video. Außerdem möchte ich mich in dieser Woche so ein bisschen meiner neuen DK bei Domino Carti Kollektion widmen, damit das auch schon mal parallel laufen kann. Also, es wird aufregend und jetzt habe ich gleich erstmal einen Termin, nachdem ich aus der Puste bin, weil ich so viel geredet habe. Oh, was ist das denn hier? Doppeldecker. Und einmal hier unten. Sie ist so schön. Okay, ich nerv dich nicht. Es ist schon schlimm, die nervende Mutter zu sein. Mein Schatz. Was ein schöner Sonnenuntergang. Das sieht natürlich besonders schön aus, wenn ich so eine Lampe im Gesicht habe. Bin jetzt erstmal fertig und ich mache mich jetzt ganz schnell noch fertig fürs Tanzen, weil gleich ist Hip-Hop. Das ist zwar ein sportliches Outfit, ich hatte heute nicht so richtig Lust auf irgendwas Unbequemes oder eine Jeans. Aber ich werde jetzt, glaube ich, nochmal... Ich habe eine neue Sporthose nämlich. Ich habe einen kleinen Sporteinkauf gemacht letzte Woche. Die Hose habe ich noch nicht ausprobiert, die ist nämlich... Mintfarben. Okay, gerade ist sie weiß. Die ist mintfarben. Und ja, ich brauche so ein paar coole Tanzoutfits, habe ich so das Gefühl. Weil ich finde, the confidence is up, wenn man im Tanzen, wenn man sich gut fühlt. Und ja, die ziehe ich jetzt mal. Oh, shit. So, das ist the situation in Mint. Und dann geht's auch schon los. Es stürmt und regnet und es ist viel zu früh für mich. Aber hier kommen gleich Handwerker, weil... Bei mir wird nämlich der ganze Eingang hier... Da war der Akku leer. Bei mir wird einmal der ganze Eingang neu verputzt. Vielleicht seht ihr das hier oben. Das ist schon seit so langer Zeit so, dass diese Tapete da gemacht ist. Und hier wurde mal Tapete gemacht, aber auch so richtig schlecht, wenn man da so hinguckt. Das geht so alles ab. Das bedeutet, es wird alles bis da hinten... verputzt, komplett oben rum. Und ja, deswegen muss ich nochmal schnell alle Sachen wegräumen, bevor die jeden Moment kommen. So, dadurch, dass ja unten gerade renoviert wird, beziehungsweise meine Dusche hat jetzt auch ein Loch, das kann ich euch später mal zeigen. Seit 1,5 Jahren ist es jetzt schon fast so und ich freue mich, dass es ein Stück gibt. Naja, deswegen arbeite ich heute von hier oben. Und wisst ihr, was ich gerade mache? Ich habe gestern oder so gesehen, dass Dyson ein neues Produkt launcht, ein neues Haarprodukt. Und ich warte gerade auf den Livestream. Ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was das sein wird. Ich habe keine Ahnung. Das letzte war ja tatsächlich ziemlich innovativ. Das war der Dyson Airwrap. Da habe ich ja ein Video gemacht. Das ist ein 500-Euro Lockenstab, der leider bei meinen Haaren nicht so gut funktioniert hat, weil meine Haare zu lang sind. Ich werde mich drum schlagen, dass ich direkt so ein Produkt bekomme, damit ihr nicht das Geld ausgeben müsst. So, meine lieben Freunde. Ich bin jetzt fertig mit Arbeiten. Mein Flur ist eine Baustelle. Morgen geht es weiter und ja, das ist wahrscheinlich jetzt 2-3 Tage so. Das Witzige ist, das ist halt einfach so eine Tür. Also man kann hier
mit so einem Reißverschluss. Also das ist eine Plastiktür, ist ein bisschen wie so ein Zelt. Ja, mein Flur sieht so aus auf einmal. Sieht ein bisschen aus wie Rohbau. Naja, das wird jetzt jedenfalls alles verputzt. Wir machen es jetzt auch doch nicht bis ganz nach da hinten, sondern hier kommt dann so eine Plastik-Ecke sozusagen dran. Ich sehe so aus. Und für mich geht es jetzt in den Sport. Also mit der Marie gehe ich ins Fitnessstudio eine Runde. Erinnert, aber ich hatte euch erzählt, dass mir Blut abgenommen wurde vor ein paar Wochen und das für mich ein sehr großes Drama war, weil ich Spritzen nicht, Nadeln nicht haben kann. Und ja, letztendlich, das war beim Frauenarzt, bei einer Vorsorge und mir wurden halt 3 Kanülen Blut abgenommen. Zum einen, weil ich meine Schilddrüse testen lassen möchte, wegen der Lipödem-Sache. Man vermutet ja hormonelle Gründe dahinter, aber keiner weiß es ganz genau, es ist ein bisschen dumm. Nur hat sie mich dann jetzt im Urlaub angerufen und meinte, ja, könnten Sie nochmal für ein Gespräch vorbeikommen. Ich weiß jetzt seit 3 Tagen nicht, was los ist und schieb mir einen Film nach dem anderen, was sie vielleicht gefunden haben könnte. Ich schwanke so ein bisschen zwischen, naja, vielleicht habe ich halt, keine Ahnung, Vitamin D-Mangel. Ich habe es geschafft. Mir geht es soweit gut. Das war echt nervenaufreibend, Leute. Aber meiner Schilddrüse geht es zum einen gut, was ich sehr interessant finde, weil, ne, das ist ja wegen dem Lipödem, wie gesagt. Aber da ist scheinbar alles gut. Kamen 2 Sachen raus. Ich habe einen unterirdischen Vitamin D-Mangel scheinbar. Naja, vielleicht habe ich halt Vitamin D-Mangel. Also so schlecht, dass man den fast nicht mehr messen kann. Und ich habe einen Progesteronmangel, was unter anderem, also ich werde jetzt wahrscheinlich Progesteron nehmen. So, aber ich bin sehr erleichtert, dass es mir sonst gut geht, weil ich habe echt schon Schlimmes erwartet. Jetzt muss ich erstmal was frühstücken. So, ich gebe euch mal ein kleines Update von der Baustelle. Hier ist überall so viel Dreck. Hier, das ist inzwischen wieder alles zu, aber hier wurden gestern noch Kabel und Leitungen verlegt. Das musste wiederum verputzt werden. Und dann sieht es wunderschön aus. Aber gerade ist es ja einfach... Ich kann es auch leider nicht ganz vermeiden, dass die Katzen da durchrennen. Weil die hier durch können und so. Hi! Nein, 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 nein! Das gehört dem Baumensch. Du Knecht. So sieht übrigens gerade die Dusche aus. Und hier ist keine Tür mehr. Und ja, das Problem war nämlich, dass da oben ist nämlich der einzige Duschkopf und ja, bald kommt da was Besseres hin. Aber läuft soweit. Ich habe jetzt einen weiteren Arzttermin. Zwar wisst ihr von dem schon, ja, 3 Monate sind schon vorbei. Aber ich gehe jetzt wieder zu meiner Lipödemärztin, also meiner Phlebologin. Ich habe ganz, ganz viele Videos über das Lipödem gemacht. Bitte schaut euch die Videos an. Da ist alles sehr ausführlich. Ich kriege nämlich jeden Tag die gleichen Fragen auf Instagram gestellt. Jedenfalls haben wir uns ja beim letzten Mal darauf geeinigt, dass wir jetzt erstmal 3 Monate warten, um dann die Entscheidung zu fällen, wie wir fortfahren. Ob wir noch eine dritte OP brauchen, wenn ja, wo, wie sieht es alles aus und
Ich muss sagen, als wir im, ich glaube, Januar den Termin hatten, wo wir das dann festgelegt hatten, da war ich so, oh, komm, wir machen jetzt einfach noch die letzte, dritte OP, so schnell wie es geht. Und dann hat sich der Scheiß. Und jetzt bin ich ja mehr oder weniger, also ich bin ja, mein Körper ist wieder heile von den OPs. Aber es sind ja immer noch zwei Regionen an den Beinen, die nicht gemacht wurden. Das Ding ist halt, was so Schmerzen angeht, ich kann halt nicht sagen, ich habe weniger Schmerzen, weil ich hatte vorher, ich glaube, im Verhältnis zu anderen Lipödem-Patienten tatsächlich sehr wenige Schmerzen. Aber die können ja immer noch kommen, gerade weil die Optik auf jeden Fall dafür schon gestimmt hat. Dadurch, dass man nach der OP wochenlang, monatelang irgendwelche Struggles hat, das waren jetzt keine krassen Schmerzen, aber ich habe halt manchmal Knötchen und manchmal fühlen sich die Beine dann halt blöd an. Also gefühlt ist es durch die OP schlimmer als vorher. Aber einfach nur, weil eine OP einfach sehr, sehr viel mit einem menschlichen Körper macht. Und ich davon immer noch die Nachwehen spüre sozusagen. Für mich persönlich ist das eben eine Investition in die Gesundheit der Zukunft gewesen. Weil ich weiß eben, dass es immer schlimmer wird. Und deshalb wollte ich das jetzt halt vorbeugen. Wir gucken mal. Also hier ist in der Tat noch ein bisschen was, aber nicht mehr viel. Hart oder? Nee, fett. Fett. Man kann sich da überlegen, da nochmal was zu machen, das nochmal zu reduzieren. Aber du hast da auch eine ausgeprägte Muskulatur, das darf man nicht vergessen. Und das hier darf man nicht vergessen, das ist erst 3 Monate her. Hier? Ja. Also ich finde, man merkt auf jeden Fall auch noch Knötchen und ist auch noch ein bisschen taub. Genau. Machst du noch Lymphdrainage ein bisschen? Nee. Gefühlt habe ich nach der OP jetzt mehr Schmerzen als vorher. Aber nicht Schmerzen, sondern es ist unangenehmer als vorher. Durch die OP ist natürlich. Nicht wegen dem Lipödem. Nee, weil es noch pelzig ist und unangenehm. Genau, und halt auch Knötchen. Ich habe jetzt gestern erst wieder irgendwo ein ganz schön großes gefühlt. Ja. Okay, und das ist dann jetzt, damit es schneller heilt oder für das mein ist unterstützt, nee, dass diese Knötchen, die da in der Tiefe sind, dass die sich lösen. Und durch die Berührung, durch das Ausstreichen oder durch die Massage finden die Nervenzellen, die jetzt so ein bisschen spinnen und irritiert sind, finden schneller wieder aneinander. Je länger wir warten, je länger die ersten OPs ausgeheilt sind, umso mehr können wir dann bei der allerletzten die Waden machen, das hier vorne und vielleicht noch so ein bisschen Feinschliff von der ersten. Ich würde sagen, das lohnt sich dann schon zu warten, weil dann kann man mit dieser letzten OP alles machen und alles abschließen. Das war die Anzeichnung der ersten OP, genau. Und dann, aber schau mal den Unterschied von da nach da, was die Waden für einen Unterschied haben schon. Mhm. Indem wir nur die Innenseite gemacht haben. Schau mal, wie schlank die Innenseite schon geworden ist. Knöchel ist halt hier. Ja, eben. Ja. Und auch hier. Also, das ist schon gut. So, ich stehe hier gerade in irgendeiner Tiefgarage, weil ich gleich noch was einkaufen gehe. Aber ich dachte, ich fasse euch das Ganze nochmal kurz zusammen. Wir haben am Anfang drüber gesprochen, über meine Blutwerte, die ich hier gestern bekommen habe. Und sie wurde auf jeden Fall sehr hellhörig, als ich ihr das mit dieser Hormonschwankung erzählt habe. Wo sie meinte, also ich meinte, dass ich einen Progesteronmangel habe. Und sie meinte, naja, das weibliche Hormon vermutet man ja, dass das irgendwie da sehr viel mit reinspielt in diese ganze Lipödem-Sache. Also könnte es sein, dass wenn ich Progesteron nehme, dass das zumindest, wenn das dann irgendwann stabil ist, dass das Lipödem zumindest nicht schlimmer wird. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Irgendwie, also wer weiß, vielleicht ist das der Grund für das Lipödem. Das wäre voll crazy. I don't know. Ich kann euch übrigens an dieser Stelle nur mal den Tipp geben. Geht zum Arzt, geht zum Frauenarzt, geht zu irgendeinem Arzt, der eure Blutwerte gescheit auswerten kann. Lasst zum Beispiel, wenn ihr eben an einem Lipödem krank seid, das mal machen und zum Beispiel, wie ich, die Schilddrüse checken. Letztendlich sind wir eben gerade auf folgendes Ergebnis gekommen. Sie hat gesagt, in den Innenschenkeln oben, vor allem an den Oberschenkeln, ist tatsächlich noch ein bisschen, was man wegmachen könnte. Also Lipödem, Fettgewebe sozusagen. Und an den Wadenaußenseiten, da haben wir ja auch noch nicht gemacht. Das sieht sie auf jeden Fall ein, dass diese zwei Zonen und die Oberschenkelvorderseite noch gemacht werden sollten irgendwann. Und das finde ich eigentlich eine sehr wertvolle Einschätzung, weil sie eben meinte, wir müssen es nicht
schnell, schnell machen, wenn es jetzt nicht wegen irgendwas, warum auch immer, eilen sollte. Und das tut es bei mir nicht. Wir können nämlich erst die Innenschenkel, ich sag jetzt mal nochmal machen oder korrigieren wäre auch falsch, aber eben das Restliche rausmachen, wenn alles abgeheilt ist. Und das wäre fertig abgeheilt, ungefähr ein Jahr nach der ersten OP. Das bedeutet, es wäre dieses Jahr im August. Wir sind so verblieben, dass ich erstmal nicht operiert werde und mich dann melde gegen Richtung August und wir uns das nochmal angucken und wir gegebenenfalls dann die letzte Operation machen. Genau. Sie hat auch die letzte gesagt und das fand ich auf jeden Fall sehr beruhigend. Wir haben auch kurz über meine Arme gesprochen. Sie hat sich die Arme auch nochmal angeguckt, weil meine Arme sehen ihrer Einschätzung nach nicht wirklich lipödem-typisch aus. Finde ich jetzt auch nicht. Die sind jetzt nicht super schlank, aber ich finde, das ist jetzt okay. Auch gerade hier an den Handgelenken oder so, das sieht ja alles normal aus. Bei Lipödem ist es ja dann teilweise, dass es so wie unten an den Knöcheln sehr Menschen. Ich habe ja aber davon erzählt, dass ich eben auch teilweise Schmerzen habe in den Armen, wenn ich mich an einen Türrahmen anlehne oder so. Genau, deswegen werden wir das weiterhin beobachten. Aber erstmal ist alles gut. Sie ist sehr, sehr, sehr stolz auf das Ergebnis und findet, das sieht alles super aus. Aber wie gesagt, der Körper braucht so viel Zeit zu heilen. Ist schon verrückt. Naja, aber ist doch schön, dass erstmal alles gut ist. Und wir haben uns, wie gesagt, auch nochmal vorher Bilder angeguckt von vor den ganzen OPs immer und ist schon einfach nur krass, das jetzt zu sehen, weil ich jetzt sehe, wie krank das Gewebe damals war. Damals habe ich es, glaube ich, ich habe es schon gesehen ein Stück weit, aber irgendwo vielleicht nicht zu 1000% verinnerlicht. Wenn ich es mir jetzt angucke, denke ich mir so, ja, Oberkörper und Unterkörper passen nicht wirklich zusammen. Ich dachte, das ist für euch da draußen einmal wieder sehr interessant, da mitgenommen zu werden. Und ja. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that heart. Freunde der Sonne. Ich habe gewaschen Haare. Ich habe Kaffee. So, und der Handwerker ist jetzt auch für heute schon weg. Und jetzt fehlt hier in dem Flur, also ohne, hier ist so viel Dreck und so viel Chaos, weil irgendwie, weiß ich auch nicht, es macht auch keinen Sinn, gerade aufzuräumen oder sauber zu machen. Deshalb, ja, yeah, I hate it. Aber so sieht es gerade aus. Wie gesagt, da muss jetzt eigentlich nur noch gestrichen werden morgen. Zweimal. Und dann ist alles schön. Das seht ihr dann in der nächsten Woche im Vlog wieder, denke ich. Kupi, was sagen wir dazu? Gut? Okay. Hier im Bad ist das aktuell die Situation. Das muss jetzt noch bis morgen trocknen. Ich fasse es lieber nicht an. Und dann kommen hier noch wieder zwei Fliesen dran. Und dann kommt die Tür wieder dran, verdichtet und dann ist das ja auch fertig. Übrigens, ich habe seit gestern so ein Telefonbändel-Dings. ich wusste aber nicht so ganz, was ich von denen halten soll. Das ist auch jetzt auch nicht das Schönste, das war auch jetzt nicht so teuer. Aber ich wollte das mal testen, ob das für mich funktioniert, weil ich habe halt mein Handy oft auch irgendwo liegen. Und da finde ich es dann wiederum ätzend, wenn das so hier ist, ne? Das ist jetzt von H&M gewesen, aber ich würde dann, glaube ich, langfristig gerne eins haben, wo ich das auch zur Not abmachen kann. Vielleicht habt ihr ja Empfehlungen, wo man das abmachen kann und es nicht nervt. Ich trage übrigens Schuhe im Haus, weil überall Dreck ist. So, da ich aber nicht im Dreck arbeiten möchte, arbeite ich wieder heute hier und schneide jetzt diesen Vlog. Aber ich wollte noch über eine Sache mit euch sprechen. Und ich weiß, es geht uns bestimmt allen schon so ein bisschen auf den Keks, aber der Coronavirus geht ja auch nicht an mir vorbei. Ich weiß, die Welt hat gerade andere Probleme, also ernsthaft andere Probleme, aber ich kann euch ja trotzdem meine Gedanken teilen, was jetzt so gerade bei mir so ein bisschen das Problem ist. Ich arbeite seit 1,5 Jahren, beziehungsweise im Kopf wahrscheinlich schon mehrere Jahre, an einem Projekt, was am 3. April gelauncht wird. Und das ist wirklich so das Verrückteste und oh,
Das bedeutet mir so, so viel, dieses Projekt. Keiner weiß gerade, ob wir vielleicht in 2 Wochen alle in Quarantäne sitzen. Das ist halt irgendwie eine ganz neue Situation für jeden gerade. Bitte, Freunde, wascht eure verdammten Hände, wascht sie für 20 bis 30 Sekunden. Das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt in meinem Alltag integriert habe, dass man sich die Daumen wäscht zwischen den Dings. Also da gibt es ja genug Anleitungen. Das ist etwas, was jeder von uns verdammt nochmal tun kann. Und wenn ihr das nicht macht, wirklich manchmal am Flughafen, wo man sich denkt, wieso hat sich diese Person gerade nicht die Hände gewaschen? Also mir wurde zumindest als Kind beigebracht, dass man sich verdammt nochmal die Hände wäscht. Scheinbar ist das nicht bei allen Menschen der Fall. Also bitte Leute, wascht eure Hände. Auch wenn dieser Vlog jetzt ein bisschen ernster aufhört, hoffe ich, dass er euch gefallen hat. Wenn ihr möchtet, wow, könnt ihr sehr gerne hier meinen Kanal abonnieren. Da kommt jede Woche ein neuer Vlog online. Und ansonsten könnt ihr auch sehr gerne hier meinen letzten Vlog schauen. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Macht's gut!